Heute möchte ich dir zeigen, wie ein Buyorb funktioniert und wie man so ein Ding einrichten kann. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und heute startet eine kleine Serie mit einem neuen Projekt, wo ich mich unheimlich drauf freue. Und zwar starten wir heute das Projekt Buyorb. Der Buyorb ist von Oase, deshalb hier erstmal ein großes Dankeschön an Oase, dass sie mir so einen Buyorb zur Verfügung gestellt haben. Und zwar handelt es sich hier konkret um den Buyorb R60. Das heißt, ich habe hier ein Terrarium. Das ist auch ein reines Terrarium. Kein Paludarium, es gibt keinen Wasserteil. Es ist ein reines Terrarium und deshalb für mich auch etwas ganz Neues, ein ganz neues Projekt, eine ganz neue Art, auch ein Layout zu entwickeln, wo ich mich unfassbar drauf freue und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf. Und ich möchte euch nämlich jetzt zuerst einmal zeigen, wie so ein Buyorb überhaupt aussieht, was da alles in der Verpackung dabei ist und wie das ganze Ding halt technisch funktioniert. Und wir werden heute auch noch das Hardscape dafür fertig machen. Die Bepflanzung und den Start des Buyorbs gibt es dann in einem separaten zweiten Video. Also, was ist denn jetzt der Buyorb R? Der Buyorb R ist im Endeffekt ein in sich geschlossenes, kugelförmiges Terrarium aus Acrylglas. Das heißt, man hat also eine große Acrylglaskugel und das Ding ist ordentlich groß. Also diese Kugel hat, glaube ich, 54 oder 56 cm Durchmesser. Das ist schon nicht klein. Und 60 steht in dem Fall natürlich für das Volumen, was das Ding hätte, wenn man es jetzt mit Wasser füllen würde, nämlich 60 Liter. Also es ist wirklich schon ein ordentliches Teil. Da hat man ordentlich Platz drin, um da was zu machen. Das steht halt auf so einem hübschen Fuß und hat einen hübschen weißen Deckel und dann ist das Ding wirklich komplett geschlossen. Der Clou bei dem Buyorb ist jetzt, dass das halt auch komplett autark laufen kann. Denn da ist alles drin, was man für so ein Terrarium braucht. Das heißt, ich habe im Deckel eine integrierte LED-Beleuchtung, es kommt also Licht rein. Ich habe im Deckel einen integrierten Vernebler, ich kriege also Luftfeuchtigkeit rein. Und ich habe im Deckel einen integrierten Ventilator, ich kriege also Belüftung rein. Und ich sorge dafür, dass der Nebel, der erzeugt wird, auch vernünftig in der kompletten Kugel verteilt wird. Und das ist sozusagen der Hauptclou bei dem Ding. Ich mache den Deckel zu und alles regelt sich von selbst. Aber zuerst will ich dir einmal zeigen, was jetzt noch alles da überhaupt dabei ist und wie das Ganze dann halt ja aussieht und funktioniert und wie man das zusammenbauen muss. Denn man muss noch ein bisschen was zusammenbauen. Erstmal hat man natürlich den Buyorb selbst mit dem schon angesprochenen Deckel, wo von vornherein der Vernebler schon installiert ist, wo eben das Licht fest installiert ist. Da könnt ihr auch nichts dran machen. Den Vernebler könnt ihr allerdings rausnehmen. Das ist auch wichtig, um den mal sauber zu machen, um da das Wasser nachzufüllen. Den kann man also rausnehmen. Es gibt dann eben noch eine Filterkartusche für den Luftfilter. Da ist ein Filter vor, ja, sodass also die Luft, die reingezogen wird, auch vorher nochmal gefiltert wird. Auch die kann man austauschen, beziehungsweise man könnte sie wahrscheinlich auch einfach weglassen. Kommt wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, wo ihr das Ding aufstellt. Ich werde es natürlich erstmal damit betreiben und mal schauen, ob das irgendeinen Einfluss hat. Dann gibt es dazu eine Bodenplatte, die wird später noch wichtig werden, denn damit legen wir sozusagen fest, auf welcher Höhe wir das Substrat einbringen können und auf welcher Höhe dann tatsächlich gepflanzt werden kann. Darunter, unter dieser Bodenplatte und bis zum Boden der Kugel, sammelt sich dann nämlich Wasser. Und das ist wichtig, weil das sorgt auch nochmal für eine Befeuchtung des Bodens von unten und hält das ganze Ding feucht. Es ist also generell als Regenwaldterrarium gedacht. Da ist schon darauf Wert gelegt, dass man da halt ordentlich Luftfeuchtigkeit reinpumpt, ja, damit man da halt wirklich ein regenwaldähnliches Terrarium mithalten kann. Genau dafür gibt es übrigens unten am Fuß auch einen kleinen Schlauch, der anzeigt, wie viel Wasser im unteren Teil des Buyorb drin ist. Da muss man immer darauf achten, dass dann die richtige Menge Wasser drin ist. Das erkläre ich euch aber alles dann auch beim Bepflanzungsvideo, weil das wird erst dann wichtig, wenn wir das Ding wirklich starten. Zusätzlich zu dieser Bodenplatte gibt es noch eine Kapillarmatte. Das ist so eine Art grüne, ja, Filzmatte. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Filz. Die macht man an dieser Bodenplatte fest. Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der wir das Substrat einbringen. Diese Filzmatte kann halt Feuchtigkeit speichern und kann deshalb die Feuchtigkeit sozusagen von unten aus dem Wasserteil hochsaugen und wirklich in das Substrat reinbringen, sodass das Substrat selber auch immer feucht gehalten werden kann. Dann gibt es noch einen kleinen Verschlussstopfen. Mit dem macht man nämlich in der Mitte diese kleine Lücke zu. Was es damit auf sich hat, seht ihr auch dann im Bepflanzungsvideo genau. Und dann gibt es noch ein bisschen Zubehör zu dem Ding dazu. Es gibt nämlich einmal dazu Kokoskompost. Das ist sozusagen der Bodengrund, den wir jetzt benutzen. Ja, in so einem Terrarium nutzen wir kein Zoll oder sowas, sondern wir nutzen Kokoskompost. Und man bekommt das in so einem gepressten Block.
Und diesen Block muss man dann einweichen in Wasser und dann hat man da auf einmal eine Riesenmenge Kokoskompost, mit der man so ein Ding locker auslegen kann. Ja, also dieser eine Block, der dabei ist, reicht für eine normale Bepflanzung mit einem flachen Layout locker aus. Ich habe mir tatsächlich mehrere von diesen Blöcken mitschicken lassen, weil ich noch nicht genau wusste, wie mein Layout werden soll. Und ich habe im Endeffekt 2 davon benutzt. Du wirst dann auch später sehen, warum genau und wie das Ganze dann aussieht. Und was dann auch noch mit dazu kommt, ist das sogenannte Oase Humid Mist. Das ist ein Spezialwasser, was für den Biop verwendet werden soll. Und zwar einmal für den Nebler, das ist also die Flüssigkeit, die du für den Nebler verwendest, und einmal als Sprühflasche, um das Biop selbst von innen zu besprühen. Dieses Humid Mist ist eine Art Osmosewasser, beziehungsweise destilliertes Wasser, was aber auch noch mit anderen Zusätzen versetzt wird, um dafür zu sorgen, dass in dem Moment, wo es vernebelt wird und in dem Moment, wo du damit reinsprühst, dass die Kugel von innen nicht beschlägt und nicht irgendwie Kalk ansetzt oder so, damit du halt immer sauber da durchgucken kannst. Denn du musst dir überlegen, da drin herrscht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, soll ja auch durch den Nebler, die wird regelmäßig erzeugt und regelmäßig hochgehalten. Aber ich möchte natürlich die ganze Zeit da auch klar reingucken können, um alles zu sehen. Und deshalb wird da so eine Spezialflüssigkeit benutzt, die eben dafür sorgt, dass die Kugel auch die ganze Zeit klar und durchsichtig bleibt, selbst wenn da die ganze Zeit genebelt wird und die ganze Zeit eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Auch von diesem Humid Mist habe ich mir nochmal einen größeren Kanister mitschicken lassen, denn der Plan ist natürlich schon, dieses Terrarium jetzt auch wirklich langfristig, sehr langfristig zu betreiben, denn dort sollen auch Tiere einziehen, früher oder später. Aber dazu wird es auch nochmal ein separates Video geben, weil mir da sehr, sehr wichtig ist, genau darauf einzugehen, was könnte denn dort drin leben, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden und wie bietet man dann diesen Tieren dort drin einen möglichst optimalen Lebensraum. Deshalb müssen wir das nochmal separat besprechen. So, jetzt geht es also erstmal daran, das Ding aufzubauen. Man nimmt also diese Bodenplatte, klickt die so zusammen, damit man die so falten kann sozusagen, denn ansonsten kriegt man sie nicht oben durch das Loch durch. Man macht da diese Kapillarmatte drauf, die kann man von unten einhaken an 4 Stellen, faltet das Ding zusammen, schiebt es durch die Öffnung, faltet es wieder auseinander und legt es in die Mitte. Und dann guckt in der Mitte noch dieser kleine Pin raus, dieser ja, Ablauf sozusagen, den verschließt man dann mit dem Gummistopfen und damit ist der Bodenbereich jetzt erstmal fertig. Jetzt könnt ihr anfangen, den Bodenbereich mit dem Substrat auszulegen. Ich habe schon gesagt, das Ganze muss einweichen und das Ganze sollte laut Anleitung mit 3 Litern Wasser eingeweicht werden. Also ein so ein Kokosblock, diese gepressten Blöcke und 3 Liter Wasser. Alles zusammen in einen Eimer und dann wartet man so ja, eine halbe Stunde, 40 Minuten, 45 Minuten ungefähr und dann hat man einen Eimer voll mit Kokoskompost. Und das Geile ist, dieses Zeug hat das Wasser wirklich mehr oder weniger komplett aufgenommen. Das heißt, wenn man da durchgeht, ist das nicht irgendwie matschig und nass, sondern das fühlt sich eigentlich an wie ganz normale Blumenerde. Wie gesagt, ist es nicht, ist Kokoskompost, aber es fühlt sich nicht matschig oder nass an. Das ist ehrlich gesagt ziemlich faszinierend, finde ich. Und dann könnt ihr das einfach nehmen und eben oben durch die Öffnung in den Biop reintun, auf diese Kapillarmatte, auf der Kapillarmatte verteilen und damit dann halt den Boden gestalten. Ich habe jetzt, wie gesagt, 2 davon benutzt, denn ich habe die erste Menge benutzt, einfach um den Boden auszulegen und also eine gerade Fläche zu schaffen, wo halt später gepflanzt werden kann. Und dann den zweiten Block genutzt, um eine Erhöhung nach hinten hinzumachen. Der Biop ist natürlich als rundes Element auch gut dafür geeignet, wirklich von allen Seiten einsehbar zu sein. Aber an dem Standort, wo wir ihn hier aufstellen werden, steht ja halt immer an einer Wand. Das heißt, ich hatte durchaus etwas, was halt immer hinten ist. Und da habe ich mich dann entschieden, an der Kugel von innen entlang eine Aufschüttung zu machen, um da nämlich auch mit dem Hardscape, was ich dann setze, mehr Tiefenwirkung zu erzielen. Und ich muss sagen, das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und als Hardscape habe ich dann nämlich Dragonstone benutzt. Das ist genau das gleiche Hardscape, was im Twinstar Twinscape drin war. Da habe ich ja auch Dragonstone benutzt. Und das komplette Hardscape aus den beiden Twinstar Twinscape Becken habe ich jetzt hier in eine Biop Air reingesetzt. Auch daran kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen sehen, wie groß das Ding doch tatsächlich im Endeffekt ist. Also die kompletten Dragonstones aus den beiden Mini-Ms sind jetzt hier in den Biop Air verbaut. Eben durch den Anstieg nach hinten mit einer schönen Tiefenwirkung, so ein schöner kleiner Gebirgszug, der nach oben weitergeht. Ich habe ehrlich gesagt noch keine hundertprozentige Vorstellung davon, wie die Bepflanzung sein wird. Eventuell wird man später von diesem Hardscape gar nicht mehr so viel sehen. Eventuell werde ich das Ganze auch noch mit Holz ergänzen. Das richtet sich so ein bisschen danach, wie ich das Ding final einrichten muss, um einem möglicherweise vorhandenen Besatz gerecht zu werden. Das werden wir dann aber noch konkret sehen. Erst einmal habe ich mir das Layout so gesetzt und als nächstes habe ich dann den Deckel auch wieder installiert.
installiert, den Nebler wieder eingesetzt, aber noch nicht angeschlossen, denn ich will ja jetzt noch nicht, dass irgendwas nebelt. Jetzt bleibt das Becken ja erstmal noch so ein bisschen stehen, so lange, bis ich die Pflanzen dafür für die Bepflanzung dann habe. Deshalb habe ich den Nebler noch nicht angeschlossen. Ich habe nur den Einsatz schon mal reingemacht und hinten dann eben den Luftfilter reingemacht und dann ist das Ding soweit fertig. Das funktioniert jetzt so, dass der Deckel selber ein Kontakt ist. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich den Deckel öffne, geht der Lüfter aus. Also hinten am hinteren Ende des Deckels befindet sich ein kleiner Stromstecker. Da steckt ihr einen Stromstecker rein und dann geht Licht an, dann geht der Ventilator an und dann geht der Vernebler an. Da ich den Vernebler jetzt intern noch nicht angeschlossen habe, geht der natürlich nicht an. Das heißt, bei mir geht jetzt an Licht und Ventilator. In dem Moment, wo ich den Deckel öffne, geht der Ventilator automatisch aus. Und soweit ich das verstehe, geht dann auch gleichzeitig der Nebler automatisch aus. Sodass ich also das Ding öffnen kann und daran arbeiten kann, ohne dass mir die ganze Zeit irgendwas ins Gesicht nebelt oder der Ventilator die ganze Zeit pfeift. Das ist natürlich schon mal eine schöne Variante, dass da also wirklich mitgedacht wurde und dieser Deckel sozusagen mit einem Kontakt versehen wurde, dass halt alle wichtigen Sachen ausgeschaltet werden in dem Moment, wo ich an dem Ding arbeiten möchte. Es gibt auch noch eine Einstellungstaste auf der Rückseite, mit der dann nämlich verschiedene Einstellungen durchgeführt werden können. Denn ich kann die Lüfterdrehzahl regulieren, also ich kann in drei verschiedenen Stufen einstellen, ob der Lüfter viel, wenig oder stark pusten soll. Das gleiche gilt für den Nebler. Auch da kann ich einstellen, wie häufig der nebeln soll. Wenig, mittel, viel. Kommt natürlich darauf an, was für Pflanzen habe ich drin, was für Tiere habe ich eventuell drin. Brauchen die eine sehr hohe oder eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit? Und zum Schluss kann ich damit auch das Licht einstellen. Und zwar hat der Biop Air nämlich einen integrierten Daylight Cycle, also einen integrierten kompletten Verlauf des Tages. Ich habe auf diesen Verlauf keinen eigenen Einfluss. Ja, das heißt also, wenn ich den einmal eingestellt habe, das Einstellen bedeutet konkret, ich lege die Startzeit fest und zwar zu dem Zeitpunkt, wo am Tag das Ding angehen soll, gehe ich dahin, halte diese Einstellungstaste gedrückt. Das wird aber auch in der Anleitung nochmal genau beschrieben und ich beschreibe euch das nochmal genau zu dem Zeitpunkt, wo das Ding dann bepflanzt und wirklich gestartet wird. Und dann startet nämlich einfach ein 24-Stunden-Zyklus. Ich weiß nicht genau, was das konkret bedeutet. Also wie lange und mit welcher Intensität das Licht dann brennt und wann es dunkel wird und wie lange es tatsächlich dunkel ist. Das werde ich aber noch rausfinden, beziehungsweise das werden wir dann zusammen rausfinden, wenn das Ding bepflanzt ist und startet. Ich bin jetzt für den ersten Eindruck her von dem Teil echt begeistert. Ich finde es ziemlich geil, das sieht richtig cool aus. Ich war am Anfang sehr skeptisch, was diese runde Form angeht. Denn gerade zum Filmen und Fotografieren ist eine runde Glasfläche immer sehr, sehr schwierig. Aber Acryl hat natürlich den Vorteil, anderer Brechungsindex als Glas und tatsächlich auch transparenter als Glas. Man kann da wirklich sehr, sehr gut durchgucken und sehr, sehr gut durchfilmen. Das funktioniert also schon mal. Das Licht sieht gut aus. Ich kann noch nicht einschätzen, ob das wirklich stark ist, wenn das wirklich mal dicht bepflanzt ist. Die Integration der ganzen Komponenten sieht für mich wirklich sehr, sehr sauber und sehr vernünftig durchdacht aus. Ich weiß bereits jetzt, auch aus Erfahrungsberichtungen von anderen, mit denen ich mich schon über das Biop unterhalten habe, dass gerade bei der Beleuchtung zum Beispiel wünschenswert wäre, wenn man das Ganze jetzt noch viel stärker auf den Terra-Einsatz bezieht, dass dort auch UV-LEDs verbaut sind. Je nachdem, was ich dort drin halte oder halten möchte, ist es sinnvoll, da noch zusätzlich UV-LED zu haben, das ist nicht der Fall. Das heißt, in erster Linie ist das auch für mich ein Pflanzenterrarium. Schaut euch deshalb also auch das nächste Video an, wo wir das Ganze dann bepflanzen werden und wo das Ganze dann auch gestartet wird. Da gehe ich noch ein bisschen mehr auf die Einstellbarkeit des Biop Air ein und natürlich auch auf die komplette Bepflanzung. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, die Bepflanzung werdet ihr dann nämlich auch als fertiges Paket bei Bens Jungle bekommen. Ich habe da mit Ben zusammengearbeitet und ein Pflanzenpaket geschnürt, was ich und er sinnvoll halten für so ein Biop Air und das könnt ihr sozusagen als Grundlage benutzen, wenn ihr selber so einen Timer einrichten wollt.